hier ist Uli von RS Ops. Wir machen heute ein kleines Video zu dem Tekken ML36. Wie funktioniert das Gerät? Unterlauf, Standalone, erklären wir kurz, wie das alles funktioniert. Ihr seht jetzt hier den Tekken Granatwerfer. Relativ einfach zu bedienen. Hier drücken, um den zu laden. Das heißt, wie man hier unschwer erkennen kann, sind die Läufe, ist die Hülse gezogen in. Das heißt, hier werden die Granaten geladen, zuklappen, Feuer, Action. Relativ einfach. Das Gerät ist mit CO2-Kapseln zu laden, wird damit betrieben. Herstellervorgabe ist eine Kapsel, 12 Gramm, ca. 8 Schuss, was schon relativ amtlich ist für 36 mm Kartuschen. Ist auch einfach gelöst. Ist hier oben drin die Kapsel. Man drückt hier, wird kurz gedreht. Die Kapsel kommt hier rein. Immer kurz eine. Was wirklich sehr gut gelöst ist, das zeige ich jetzt einmal kurz hier vorne. Hier vorne ist ein Magnet drin. Man kann die Kapsel quasi so rausnehmen. Wenn die dann leer ist, man muss sie nicht rausschütteln. Also die Jungs haben sich schon was dabei gedacht. Einfach einlegen. Ja. So. Dann haben wir hier die Zielführung, was auch gleichzeitig das Kapselanstechen macht. Das heißt, wenn man drüber schaut, so wäre die 50 Meter Einstellung. Da man mit diesem Gerät ca. 150 Meter weit schießen kann, würde dann so aussehen. Einmal hochklappen zum Zielen. Aber um die Kapsel anstechen zu können, muss man den Hebel einmal zurückziehen. Das war's. Die Kapsel ist angestochen, damit ist das Gerät quasi scharf. Wenn man, hier ist eine Sicherung, wie man es von diversen anderen Markierern kennt. Rot ist Feuer. Kann man von der Seite erkennen. Einmal. Oder auch gesichert, in diesem Fall so. Dann, das Gerät ist gesichert. Öffnen. Dann nehmen wir jetzt mal hier eine Hülse. Die Hülsen sehen so aus, die Abschussbecher quasi. Bedeutet, die Abschussbecher sind dabei, 5 Stück an der Zahl. Es gibt verschiedene Granaten. Hier hat man jetzt zum Beispiel mal eine Smoke. Was wichtig ist, man kann nur MK2 Granaten verschießen von Tekken, weil die MK1 Modelle passen nicht in diese Abschussbecher rein. Das hat einen relativ einfachen Hintergrund. Hier, wie man sieht, auf ungefähr halber Höhe ist eine Arretierung, kleine Nasen, die quasi durch den Lauf, der gezogen ist, den Drall verursachen, dass diese Granate besser fliegt. Das heißt, Granate nehmen, logischerweise mit dem Gesäß nach unten rein bis zum Anschluss, dass hier die Finnen auf dem Abschussbecher aufschlagen. Dann ganz einfach, wie schon gezeigt, ausklappen, einlegen. Und jetzt kann man schon sehen, es schaut noch ein kleines Stück raus. Ein bisschen drehen, dadurch, dass diese Finnen drin sind, müssen die sich einmal arretieren, dass sie richtig sitzt. Das heißt, der Abschussbecher ist bündig. Zumachen. Und dann, je nachdem, wie weit wir halt der Gegner oder die Rauchwand in dem Fall, was wir legen wollen, schießen wollen. Müssen wir einfach nur durchschauen. Und dann, ja, wir schießen jetzt mal hier so. Hier hinten sind wir so ein bisschen Paletten und Strohballen. Da müssten jetzt so 50 Meter drin sein. Wir gucken einfach. Man kann auch natürlich hier noch den Schaft arretieren, wenn man ein bisschen längere Arme hat. Hier ist die Arretierung 50, 100, 130, 150. Unten anvisieren. Vorne ist das Korn, Entschuldigung. Und dann Feuer. Man muss einen kleinen Moment warten, bis sie auslöst. Jetzt ist sie natürlich hinter den Strohballen geflogen und man kann den Rauch nicht sehen. Jetzt kommt er.
praktische Vorteil ist natürlich da extrem, weil relativ einfach. Wir sehen jetzt, das sind gute 50 Meter, ist die Granate geflogen. Wenn ich 2-3 Smokes dahin schieße, kann ich eine extreme Wand bilden und kann dann mit meinen Bewegungen auf dem Spielfeld fortfahren. Kann dann eine Truppenverlegung machen, die Jungs können nichts sehen, oder ich kann ein Haus von einer großen Entfernung einrauchen, einwandfrei. Dann zur eigentlichen Bauweise. Das ist dem österreichischen 40mm Granatwerfer vom österreichischen Militär nachempfunden und ist extrem realitätsnah, ist extrem gut verarbeitet. Es gibt es, wie gesagt, als Standalone, aber auch als Unterlaufgerät. Ist relativ einfach, da drehen wir uns mal hier. Hier haben wir zwei Schrauben, wie man sehen kann. Muss man einfach auflösen. Dann haben wir hier oben quasi eine Picatinny Rail Aufnahme. Zack. Den Griff quasi entfernt. Haben wir das Standalone Griff und die eigentliche Unterrohraufnahme. Dann können wir das mal hier einmal kurz relativ schnell zeigen, wie das geht. Wir haben jetzt hier das einzelne Gerät. Aufschieben, festhalten, festdrehen. So sitzt, ist es fest, das Gerät. Jetzt sieht man, die Schrauben sehen nicht so toll aus. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, da hat jemand nachgedacht. Einfach rausziehen und dann, vielleicht nicht ganz so weit, festziehen. Und dann kann man das hier schön in eine Flucht bringen. Sieht auch noch gut aus. Stört nicht, wenn man es trägt. Und dann hat man hier einen 1A Unterlauf für in dem Fall T15 oder andere Markierer, was Picatinny Rail mäßig verbaut ist. Kann man direkt. Ja. Dann haben wir hier eine silberne Schraube ist nicht ganz richtig, ein silberner Knopf. Das heißt, ich habe irgendein Problem oder ich muss jetzt die Kapsel rausnehmen, weil ich jetzt nach Hause fahre, habe natürlich die Kapsel nicht leer geschossen. Ihr wisst alle natürlich, dass das Gerät darf nicht schussbereit sein. Ist relativ einfach. Ich drücke einfach diesen Knopf. Wird ein bisschen kalt logischerweise, CO2, ihr wisst. In einem gut belüfteten Raum machen. 12 Gramm sind relativ schnell auch leer. Ihr hört, wie es verzischt. So, die Kapsel ist leer. Und dann sind wir wieder hier. Einmal drehen. Hoppa. Kapsel rausziehen. Kapsel wegnehmen. Den Deckel wieder schließen. Und dann seid ihr quasi transportfähig. So, jetzt haben wir verschossen, einmal Rauch, wie ihr gesehen habt. Dann haben wir hier zwei verschiedene Granaten dabei. Einmal gelb, einmal grau. Die gelbe in dem Fall ist mit Airsoft BBs gefüllt. Mit Airsoft BBs gefüllt. Wie ihr sehen könnt, 3,5 Sekunden. Und rechts die graue 4,5 Sekunden, darunter steht Dual. Dual in dem Fall bedeutet, dass die graue Granate an sich einmal nach 4,5 Sekunden explodiert. Explodiert heißt 130 dB, also ist auch schon laut und knallt auch ordentlich. Oder mit Aufschlagszündung. Das werden wir jetzt hier gleich mal demonstrieren. Wir werden hier gegen dieses Haus schießen. Das heißt, das Ding schlägt ein, prallt kurz ab und explodiert halbe Sekunde circa später. Und hier werden wir so einen Distance Shot machen, um zu zeigen, dass diese, wie ihr euch erinnern könnt, 150 Meter ist tatsächlich angesagt. Jetzt werden wir einmal hier laden. Ihr wisst, wir haben gerade geschossen. Der Becher ist noch drin, ist leer. Ist drin. Becher rausnehmen.
wenn er nicht rausgehen sollte, ist das hier einmal ausgefräst, dass man mit den Fingern das quasi ziehen könnte. Ich demonstriere das einmal. Zack. Normalerweise kommt der Becher direkt raus. Natürlich den Becher aufheben, weil ihr braucht ihn, um die nächsten Granaten zu verschießen. Wir gehen jetzt davon aus, ihr seid irgendwie unterwegs, habt natürlich schon vorgeladen. Wie auch hier, wie man schon gesagt hat, bis zu den Finnen. Einmal den Abschussbecher reindrücken. Dann auch reinstecken, arretieren, dass es richtig einlegt. Zuklappen. Rot. Wir wollen schießen. Jetzt haben wir hier unser Gebäude. Wir wollten ein Gebäude oder eventuell ein Fahrzeug oder was auch immer bekämpfen. Und dann hat jetzt nicht gezündet. Hat aber nach 4,5 Sekunden gezündet. Ja, war laut. Ist ernst. Ihr wisst, bei den meisten MacFit-Events, aktiver Gehörschutz ist ein Muss. Außer ihr habt Lust auf Piepsen in den Ohren. Jetzt gehen wir noch mal einmal vor und zeigen hier so einen Distance-Shot. So, wir sind jetzt hier auf der freien Fläche. Wir haben relativ viel Platz. Wir haben hier die 3,5 Sekunden, über die wir vorhin schon gesprochen hatten. Noch mal kurz zeigen. Steht unten auch noch mal drauf. Ja. Hersteller sagt 80 Meter, da macht's Bumm. Jetzt ist die Frage, will man natürlich in 80 Meter, dass es in der Luft explodiert, oder willst du weiterschießen? Das müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden. Hier sind Soft-ABBs drin. Ich meine 80 Stück an der Zahl, die natürlich dann auseinandergehen wie eine Wolke nach der Detonation. Geladen, wie schon gezeigt. Drücken, aufmachen. Den Abschussbecher mit der passenden Granate wieder ein bisschen hin und her wackeln, dass es richtig arretiert ist. Glatt zu. Wir können es auch noch mal kurz zeigen, haben wir nicht gemacht. Wenn das so wäre, es geht, sie drückt sich dann auch selbst rein. Natürlich für den Becher ist es, wenn das schon vorher richtig in Position ist. Nicht, dass ihr den Becher beschädigt und dann irgendwie Probleme habt, dass es nicht funktionieren sollte. Ja, Sicherung raus, Schulterstütze und dann gucken wir mal so hier bei 100 durch. Und los geht's, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, ihr habt den Knall gehört auf jeden Fall. Ob man es sehen kann auf dem Video, bin ich mir nicht ganz sicher. So, wir zeigen jetzt hier nochmal den dualen Grau. Entweder Aufschlagstreffer oder nach 4,5 Sekunden. Ich zeige es nochmal, steht auch unten drauf. Dual 4,5. Wie gezeigt, drücken, nehmen, laden, arretieren, zumachen, Ziel erkennen. Wir wollen jetzt hier gegen die Hauswand schießen und dann, ja, geht's los. Kaboom! Das ist der Dual-Tagging-Aufschlag, die Dual-Tagging-Aufschlagsgranate mit dem Tagging-Granatwerfer.